Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream. Ich darf euch herzlich begrüßen, dass ihr dabei seid, ist cool. Für die, die heute neu dabei sind, die das Video heute neu zuschauen, noch kurz ein paar einleitende Worte. Und zwar machen wir jede Woche ein Video zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Berufen, die Hauptstudiengänge oder ähnliches. Letzte Woche ist zum Beispiel um den Mechatroniker und Elektronik gegangen, heute geht es um den Industriemechaniker. Die Videos werden im Nachhinein dann noch gezeigt auf unserer Instagram-Seite. Falls du irgendein Video verpasst hast, kannst du natürlich gerne nochmal im Nachhinein schauen. Wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, kannst du die sehr gerne bei uns reinstellen, hier in den Live-Chat. Unten gibt es die Funktion, da kannst du die Fragen reinstellen. Und am Ende von unserem Livestream versuchen wir die dann zu beantworten. Genau. Ich möchte mich am Anfang noch kurz vorstellen. Mein Name ist Simon Müller, bin technischer Ausbilder, hauptsächlich für die Industriemechaniker im dritten und vierten Lehrjahr. Und ich habe noch eine Verstärkung mitgebracht. Genau, mein Name ist Jonas Armbruster, ich mache den Industriemechaniker, bin im zweiten Lehrjahr. Genau. Okay, können wir eine Frage an dich. Was machst du zurzeit zu deiner Ausbildung? Also momentan bin ich in der CNC-Zerspannung tätig. Sprich an der CNC-Drehmaschine, wo man nachher auch nochmal eine Teilfräse werdet. Genau. Okay, machst du schon deine ganze Ausbildung lang oder hast du da schon andere Sachen in deiner Ausbildung gemacht oder wirst du noch irgendwelche anderen Sachen machen? Nee, also momentan bin ich jetzt eben 2 Monate in der CNC-Zerspannung und je nach Versetzungsplan, also das ist halt eben ein Plan, wo dann verschiedene Abteilungen für uns dasteht. Zum Beispiel, dass man jetzt 2 Monate CNC-Zerspannung ist, dann kommt man mal noch 3 Monate in eine andere Abteilung und es wechselt immer 2, 3 oder 4 Monate immer mal wieder durch. Genau. Bin aber auch noch zum Beispiel 1,5 Tage in der Woche in der Schule, sprich in der gerade Kalenderwoche dienstags und in der ungerade Kalenderwoche Dienstag und Mittwochs. Genau. Okay. Heute soll es ja um das Thema Zerspannung gehen, weil das so ein Bereich ist, in dem der Industriemechaniker tätig ist bei uns in der Firma. Und es gibt bestimmt Zuschauer, die kennen sich nicht aus, was Zerspannung ist. Kannst du dir in wenigen Worte oder ein paar Worte kurz erklären, was ist eigentlich Zerspannung, wie funktioniert das? Klar, also Zerspannung ist ein Überbegriff eigentlich für verschiedene Fertigungsverfahren, wie man hier hinten zum Beispiel schon sieht, Dreher und Fräser. Aber es gibt auch noch verschiedene Fertigungsverfahren wie Bohrer oder Säge. Genau, also wir stellen jetzt mal so Dreher und Fräse vor. Da haben wir auch hier vorne was mitgebracht. Das ist zum Beispiel ein Schrumpfmeißel für die Drehmaschine. Da kann man hier nochmal darstellen, dass sich hier das Werkstück eben dreht mit einer bestimmten Drehzahl. Oder hier zum Beispiel ein Schrumpfmeißel, wenn man hier jetzt an dem Werkstück noch einen Sägeschnitt irgendwie hat, dass man den zum Beispiel plan drehen kann, damit, also da macht das das Werkzeug aber eine Vorschussbewegung, dass man dann nachher eine glatte Oberfläche hat, falls man zum Beispiel noch weitere Arbeitsgänge, wie zum Beispiel, wenn man den Saugernebel hier drehen will, dass man aus dem Rohteil eben das fertige Teil für später Kunden zum Beispiel dreht und wenn man das dann zum Beispiel bearbeitet, wie man hier sieht, entsteht zum Beispiel so ein Span, wo dann später auch recycelt werden kann und dadurch neue Bauteile zum Beispiel entsteht. Genau. Dann haben wir aber auch noch hier Fräse. Da haben wir hier auch nochmal eine Walzenstumpffräse mitgebracht, wo man hier die scharfe Schneide sieht. Da dreht sich auch mit der gewissen Drehzahl je nach Werkstoff auch. Und macht dann quasi eine Vorschubbewegung gegen das Werkstück, wo dann hier auch, wie man hier sieht, Späne entstehen, die dann auch, wie gesagt, später auch recycelt werden. Genau. Okay, jetzt sehe ich da schon eine Zeichnung, ich sehe hier ein Werkstück. Hat das irgendwas damit zu tun, was wir heute machen werden? Genau, also wir werden Geschicklichkeitsspiel, eben Dreher und Fräse an der CNC-Drehmaschine. Um hier jetzt zum Beispiel unsere, das ist so eine klassische Zeichnung, wie so ein Bauteil aussehen kann, wo dann später auch fürs Programmieren genutzt wird. Zum Beispiel, dass man die ganze Bahn hier einzeichnen kann oder programmieren kann. Genau.
Dann tun wir hier eben das Geschicklichkeitsspiel Dreher und Fräser, wo dann später, wie man hier drinnen sieht, die Kugel drin läuft, wo man dann hier oben den Startpunkt hat, wo man sich dann einfach wie in einem Labyrinth durchsuchen muss, bis man dann eben ans Ziel gelangt. Genau. Okay, vielen Dank mal fürs Vorstellen. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal in die Maschine und dann zeigen wir den Zuschauern, wie das so in live funktioniert. Genau. Sind wir hier jetzt an der CNC-Drehmaschine angekommen. Dann haben wir hier jetzt unser Werkstück schon eingespannt. Dann haben wir hier unseren Bildschirm mit dem Bedienfeld. Da können wir jetzt einfach mal das Programm starten. Wenn wir hier auf Abarbeiter gehen, dann drückt man den C-Start, das startet dann das ganze Programm. Dann hat man hier seinen Vorschubsregel, wo man dann erstmal auf 0 einsetzt, falls irgendwas passieren sollte, was im Normalfall natürlich nicht passiert. Dann fahren wir jetzt langsam an das Werkstück dran. Kann das sein? So, wir sind live, da können auch mal Fehler passieren. Da sehe ich eine Fehlermeldung, da oben steht Austausch PLC-Achse. Dann muss ich hier mal kurz die Steuerspannung nochmal ausschalten. Dann schalten wir die Maschine die Steuerspannung nochmal ein. Dann tun wir den Revolver referenzieren. Genau. Wir sind hier wieder unsere Spitzhange. Und dann probieren wir es nochmal, das Ganze von vorne. Und dann den C-Start bestätigen. Und jetzt funktioniert das Ganze. Dann ran. Genau, dann sind wir hier jetzt, aber dass man nochmal Plan dreht, dass man eine kleine Oberfläche hat. So, und tun wir jetzt in-aus drehen, dass man zum Beispiel wie mir nachher die Scheibe einpressen kann, dass die Kugel, wo später dann drin läuft, einfach nicht rausfliegt. Genau. Wir tun jetzt hier kein Kühlwasser benutzen, das tun wir dann erst später beim Fräsen zum Beispiel von den Bahnen, weil da kann es sein, weil man eine hohe Vorschubszahl nimmt, dass der eben später nicht abbricht, weil es eben nur 2,5 mm sind. Da haben wir ja nicht nur gar nicht solche Spiele dreht und fräsen, sondern als normale Aufträge, Betriebsaufträge bearbeitet, haben wir hier drüber auch noch unseren PC, wo wir dann eben das Arbeitsobligo haben, wo man verschiedene Aufträge, wie man hier sehen kann, hat, wo man dann zum Beispiel in der Spalte die Stückzahlen sieht oder sehen kann dann auch, ob das Material angekommen ist. Dann bei so einem Auftrag tun wir den immer ab- und anstempeln, wenn man den anfängt zu bearbeiten. Das kann man dann hier zum Beispiel machen. Geht man, klickt man drauf, gibt seine Personalnummer an, dass der Kunde zum Beispiel weiß, von wem das bearbeitet worden ist. Und dann geht man hier Gutmenge an, wenn man den Auftrag zum Beispiel abstempelt oder anstempelt. Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel was programmieren muss noch, weil das Programm nicht auf der Maschine vorhanden ist, kann man den Auftrag auch nochmal ausdrucken. Dort hat man dann die Barcodes für BDE-Buche zum Beispiel, aber auch die Zeichnung hinten dran,
ebenfalls man das Programm nochmal programmieren müsste. Aber was man auch am PC machen kann, ist durch unser Opus-Programm, was wir hier haben, wo wir dann eben die Programme, falls sie schon geschrieben worden sind, aber nicht auf der Maschine sind, die eben auf die Maschine ziehen und dann einfach Material einspannen und dann laufen lassen. Genau. Gucken wir gerade mal, weil unser Fräser ist. Hier jetzt zum Beispiel bei unserer Drehmaschine verschiedene Koordinaten. Bei der Drehmaschine ist das ganz viele Koordinatensystem aufgebaut. Zum Beispiel bei der Y-Achse. Das zeigt jetzt einfach die Werte an, wo wir das Fräser, bei der Fräser dreht es ja und nicht das Bauteil. Und der Y-Werk zeigt einfach, dass die Spindel sich dreht. Dadurch, dass wir auch den Radius da hinbekommen müssen von unserer Bahn, wo dann später die Kugel drin läuft. Genau. Dann haben wir hier noch den Z-Wert, wo einfach anzeigt, wie weit oder wie weit zugestellt wird von dem Fräser. Und der X-Wert zeigt eben an, falls wir jetzt den Außendurchmesser von irgendeinem Grundstab zum Beispiel ändern müssen, tun wir einfach den X-Wert zustellen und dann verkleinert sich der Radius von der Durchmesser sozusagen. Genau, dann kapieren wir hier jetzt zum Beispiel noch unseren Startpunkt und unsere Aufschrift, wo wir auch programmiert haben. Das ist eben, wie man hier unten sieht, Insta-Video 220. Genau. Vorher schon gesagt, dass man eben nur noch beim Abstechen Kühlwasser benutzt, dass die Späne eben nicht verkantet oder im schlimmsten Fall dann später auch die Schneide zum Beispiel abbricht. Dann holen wir es hier eben aus unserem Auffangbehälter raus und kurz wieder den Druckluft. Dann haben wir hier vom Abstechen noch wie so eine kleine Zapfen stehen. Den knüpfen wir dann einfach kurz ab. Genau. Dann haben wir hier unsere zwei Behälter, wo eben die Kugeln drin sind. Da nehmen wir uns eine raus. Lege die dann einfach hier oben rein. Tun unser Bauteil hier drauflegen auf unsere Vorrichtung. Die Scheibe ganz leicht anvisieren. Dann haben wir hier eine Kniehebelpresse, mit der man dann einfach den Stempel hier runterdrückt. Dann die Scheibe leicht einpresst. Genau. Dann sieht man eben hier, kann man mit der Kugel verfahren und dann ist später das Ziel zu. Genau, das war's. Okay. Super, vielen Dank. Es kamen jetzt keine Fragen rein. Eine Frage habe ich noch. Könnte eine eventuelle Frage sein von einem Zuschauer. Und zwar hast du erwähnt, wie so ein Auftrag abläuft. Genau. Oder dass du Aufträge machst. Jetzt wäre meine Frage, wie läuft so ein Auftrag ab? Wie funktioniert denn das, wenn du da so einen Auftrag machst? Genau, also wie gesagt, man druckt den Auftrag zum Beispiel aus. Dann haben wir hier zum Beispiel wie so eine Checkliste, wo wir dann eben von Schritt 1 bis Schritt 15 gehen können. Auftrag ausdrucken, dann eben die ganzen Werkzeuge rüsten, was man dann für das Bearbeiten von dem Rohteil benötigt, solche Sachen oder eben, falls wir noch nicht das Programm haben auf der Maschine, dass wir das von unserem Computer auf die Maschine runterziehen und gerade so können wir uns dann auch kontrollieren eben, ob wir das alles erledigt haben, abhaken die Punkte, genau. Okay, super für deine Antwort. Dann wären wir am Ende. Vielen Dank für euer Zuschauen, dass ihr dabei wart. Uns wird es mega freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Kurz ein kleines Vorgeschmäckle für nächste Woche. Es soll auch wieder hier um die technische Ausbildung gehen. Und zwar werden wir uns die Ausbildungswerkstatt anschauen und aber auch
wie die Einführung in die Zerspanung aussieht, genau, bei uns hier im Betrieb. Vielen Dank.